auf dem Motor halten. Auf dem Motor halten. Das Licht wieder nach hinten halten. Weiter nach hinten, nach hinten. Na gut. So, Frau Dr. Reber, das sind jetzt die Batterien. Wir gehen jetzt mit der Kamera auf den Elektronikkasten und aufs gesamte Chassis. Das ist der Stoßdämpfer. Wir werden jetzt mal die Batterien anschließen, und zwar den Batteriepack Nummer 1. Wenn es rot ist, ist das jetzt läuft es, ne? Es läuft, ja. Wenn es rot ist, ne? Ja. So, die Batterien sind angeschlossen, im Moment noch provisorisch. Mhm. Jetzt haben wir hier einen Gasregler. Durch diesen Regler können wir die Geschwindigkeit von diesem Motor, der jetzt durch einen Brummlaut hörbar wird, steuern, und zwar stufenlos im Leerlauf von 0 bis 3000 Umdrehungen. Und unter Last von 0 bis 1750 Umdrehungen, das ungefähr diese Geräuschstärke bringt. Wird durch diese Elektronik gesteuert, wobei hier die Schütze die einzelnen Befehle an die Maschine und an die Rückladen geben. Zwei Batterien werden zum Entladen genommen, also zum Antrieb, und zwei werden gleichzeitig aufgeladen mit Spannung, Stromspitzen von 250 bis 280 Ampere, je nach Entleerung der Akkus. Würde ich mal stoppen, Herr Reber. Hier sieht man jetzt die Antriebsmaschine, die bis zu einer Leistung zwischen 8 und 16 kW gesteigert werden kann oder gesenkt. Unsere mittlere Leistung wird zwischen 4 und 7 kW als Antriebsleistung laufen. Und hier sieht man jetzt auch sehr schön wieder die Christuslichthöhe halten. Die Schütze, hier das Getriebe, nochmal der Motor und dann die Querachse. Ich werde den Motor jetzt nochmal auf volle Drehzahl bringen, damit man mal das Laufgeräusch richtig hört. Man soll den Motor selbstverständlich im Leerlauf nicht zu lange leerlaufen lassen, weil eventuell ein Überdrehen stattfinden kann. Wir fangen jetzt mit einer sehr niedrigen Drehzahl an und steigern am Brummgeräusch zu hören. Diese Geräuschstärke wird jetzt ungefähr die sein,
andere Bau oder Taktik. Die andere ist ja ein Arabien. Das ist das berühmte Mofa. Fahr mal mit dem Elektromotor, dann kann Herr Dr. Reber dich beim Fahren aufnehmen.